Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Was wir heute machen werden, ist was ganz Besonderes. Es kann sein, dass sich dieser Part ein bisschen ziehen wird. Aber nur möglicherweise. Aber nur möglicherweise, Leute. So. Oh, wir haben eine Zaubermuschel gefunden. So. Sehr schön. Diese Zaubermuscheln könnten uns noch recht gut weiterhelfen. Also, so viel dazu schon mal. Aua. Geh weg. Da haben wir auch noch ein Herzteil. Da will ich ja auch noch ran. Da kommen wir allerdings... Ich muss mal gucken. Kommen wir da ran? Kommen wir da mit Boots und Jump Boost ran? Tatsache. Tatsache. Wir haben einen, wir haben einen Herzcontainer mehr. Sowas ist doch immer nice. Da 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 da. Badam. Badadadam. Halt mal, halt mal, halt mal. Hep! Ah! Nice. Stopp, 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 stopp. So. Liebe Freunde. So, liebe Freunde. Wir gehen jetzt mal ins Möwendorf. Und ihr habt keinen Cut bemerkt. Ihr habt keinen Schnitt bemerkt. Nein. Ich habe nichts nachschauen müssen. Definitiv nicht. Nein. Wir sind wieder bei der Geierwalli. So. Nichts nachschauen müssen. Ihr habt nichts das Geringste gesehen. So. wir müssen hier nochmal durch den Zauberwald. Was ich halt machen möchte, ist ein paar Zaubermuscheln sammeln. Bei denen muss ich halt immer wieder gucken, wo die sich genau befinden, weil ich mir das einfach nicht merken kann. Das sollte mir eigentlich vergönnt sein, auch bei einem Zelda-Spiel mal nachschauen zu dürfen, wo irgendwas ist. Nein, Foxy, darfst du nicht. Doch, darf ich. Das hat dir niemand erlaubt. Doch, ich. Du bist scheiße. Ich weiß. So. Nee, weil wenn wir 20 Muscheln haben, können wir es uns ein bisschen einfacher machen. Das habe ich zum Beispiel bei Link's Awakening nicht gemacht. Allerdings. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt? 12. Das heißt, 14 kriege ich auf jeden Fall schon mal. Badabam, bam, 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 bam. Badabam, bam, bam. So, hier, die müssten wir schon haben. Die war dann hier. Ja, die haben wir schon. Haben wir hier schon. La, 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 la. So, hier im Laden können wir Sachen kaufen, theoretisch, aber theoretisch. So. Dann schauen wir uns mal noch ein bisschen um. Wo ist denn der Muschelbazar? Ich muss mal kurz auf der Karte schauen. War der hier? Nein, Urunga-Steppe. Muschelbazar, ja. Gehen wir mal zur Urunga-Steppe. Badam, badadadada. Bam, bam. Badabababam. Badabadadam. So. Au. La, la, la. Oh, wartet mal, da war aber... Ich muss mal kurz nachgucken. Südmöwendorf. Scheiße, jetzt sind wir schon vom Möwendorf weggelaufen. Jetzt sind wir schon vom Möwendorf weggelaufen. Das ist nicht so schön. Aber war nicht hier auch noch einer? Nee. Da 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 da. Südmöwendorf. Das sind wir jetzt aber nicht mehr im Südmöwendorf. So. Wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Ich muss immer mal gucken, wo wir auf der Karte sind. Wir sind verkehrt, alles klar. So. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Und dann müssen wir nach unten.
Dann müssen wir zum Muschelbasar langsam kommen. Da oben müsste aber auch noch eine Muschel versteckt sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier in den Büschen. Den werden wir aber schon haben. Wir gehen schon mal zum Muschelbasar. So. Ja. Hm. Es tut sich nicht. Du hast wohl nicht genug Muscheln. Ja, 12 Stück. Aber ich müsste doch normalerweise Muscheln bekommen fürs Abgeben. Ach, genau 5 und genau 10 Muscheln. Scheiße. Nein, ach Mann. Fies. Das ist fies. Leute, das ist fies. Ja, dann sollten wir mal zu der Eule da gehen. Zu der Eule hin. Und den Zwischmal können wir dann immer noch mal rein. Bidim. 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 Lasst mich in Ruhe. Was? Ich wollte doch nach da oben. Hä? Aua, geht doch weg. Aua, geht doch weg. Ah, okay. Okay, jetzt lass mich mal nach oben. So. Und hier außen rum. So. So, so. Und dann können wir hier raus. Yeah. Aua. Hier müsste noch eine Muschel gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn wir die nicht sogar schon haben. Was? Ach Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt nochmal kurz schneiden. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde nochmal kurz schneiden. Wir sehen uns gleich wieder, ja. Das machen wir so. So, Leute. Wir sind jetzt hier wieder im Möwendorf. Und holen uns hier den, die Muschel Nummer 13. Und zwar müsste das Ganze hier unten irgendwo sein, wo es zum Wurmpalast ging. Dann sind wir hier schon wieder verkehrt, ne? Dann sind wir hier schon wieder verkehrt. Wartet mal, wo war denn der Wurmpalast? Wo war der Wurmpalast? Da. Das heißt, wir sind schon wieder verkehrt hier. Ah, oh, die Macht, ja. Ich habe die Macht vermiest. Sorry, dass ich das jetzt schneide und dass wir das nicht so... Wir machen das Ganze zufällig und ich weiß, wo alles ist. Nee, ich weiß eben gar nicht, wo alles ist. Du kannst dir bei so vielen Spielen einfach nicht alles merken. So. Da lang. Da lang. Dann hier hin. Und hier einmal gegenrennen. Hä? Ah, jetzt. So, jetzt haben wir eine neue Zaubermuschel erhalten. Sehr schön, Leute. Und als nächstes gehen wir mal zur Urunga-Steppe. Bis gleich. Ich mache hier gerade noch die Gegner platt. Bis gleich. So, liebe Freunde, hier sind wir dann auch schon wieder. Ich glaube, mich zu erinnern. Wir müssen erstmal zu Mupfel... Nee, hier sind wir richtig. Hier sind wir schon richtig. Also hier war eine. Die müssten wir aber schon haben. Die müssten wir schon haben. Ja. So. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 13. Fehlen uns noch 7 Stück. Sollten wir eigentlich... Sollte eigentlich machbar sein, auf jeden Fall. Hier die in Richard Zwiller müssten wir ja auch schon haben.
Ja. 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 Alles andere hätte mich auch gewundert. Wir müssen da in dieses komische Labyrinth rein. Wo auch immer das war. Wo war dieses Labyrinth? Südwestlich vom Muschelbazar. Wo war denn der Muschelbazar? Da oben, okay, dann müssen wir noch ein ganzes Stück nach da oben. Wir können natürlich aber auch hier mal kurz ins Taltalgebirge. War nicht hier auch noch was? Nee. So. Aua. Auf zum Muschelbazar. Aber hier sind wir verkehrt. Habe ich das Gefühl. Schauen wir mal kurz. Oh ja, wir sind sowas von verkehrt. Wir sind sowas von verkehrt. La 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 la. Ach Leute, manchmal bin ich so ein bisschen unbeholfen in Link's Awakening. Das wird sich bei anderen Zelda-Spielen aber auch nicht ändern. Das ist es ja. La 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 la. So. Wenn hier ja wenigstens auf der die Screens auf der Karte eingezeichnet wären, das wäre schon mal echt hilfreich. Also hier bei meiner Seite, die ich gerade offen habe, um zu gucken, wo sich die Muscheln befinden. Ich muss echt nicht viel nachgucken bei diesem Spiel, aber sowas wie Muscheln und Herzteile kann ich mir nicht merken. Kann ich mir einfach nicht merken. So. La 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 la. Okay. Das müsste ja dann, wartet mal. Südwestlich, nicht südöstlich. So. Also hier waren wir ja schon, ne? Hier war ja nichts mehr. Die haben wir schon. Die Mupfel. Wir hätten noch mal eine extra Muschel bekommen können, wenn wir bei 10 und bei 5 und bei 10 Muscheln hingegangen wären. Dann wären wir jetzt schon mal bei 15. So, und hier müssen wir hin. So. Die haben wir schon. Was? Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Ist hier sonst noch was in der Urunga-Steppe? Das haben wir schon. Die haben wir schon. Nördlich des Schilderwalds. Okay. Dann schauen wir mal nördlich des Schilderwalds in der Urunga-Steppe. Wo war denn der Schilderwald? Hier, ne? Wie viele Instrumente hast du bereits? Wenn du alle 8 gefunden hast, musst du sie vor dem Windei spielen, damit der Windfisch aufwacht und du Kokolint retten kannst. So. Ich sage nur Wir müssen zum Schilderwald. Wir müssten hier unten sein. Nördlich des Schilderwalds und östlich des Möwendorfs. Ich bin gerade etwas verwirrt, Leute. Ich bin gerade etwas verwirrt. Etwas sehr verwirrt bin ich. Östlich des Möwendorfs, südlich des Schilderwalds, was? Nee, nördlich des Schilderwalds. Wenn ich den Screen sehe, ist es auf jeden Fall ein Haus von Ulrira dabei. Auf jeden Fall ein Haus von Ulrira dabei, alles klar. Da, 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 ey. So. Da lang. Nach da unten. Nach links. Da! Hier müsste das sein. Ja. So, wir haben eine Zaubermuschel gefunden. Das ist dann die Nummer 14. Brauchen wir also noch 6 Stück. Okay.
Okay, dann muss ich nochmal kurz nachschauen. Was steht denn hier unten noch? Zwergenbucht auf einer kleinen Insel vergraben. Zwergenbucht zweimal südöstlich der Nixenstatue. Gegenüber der Nixenstatue, da hätten wir drei Stück an der Zwergenbucht. Ja, da hätten wir drei Stück an der Zwergenbucht. Die Zwergenbucht war hier unten. So. Da kommen wir am schnellsten mit dem Port hin. Der war hier oben. Oder hier rechts, besser gesagt. Da müssen wir nämlich zum Zoodorf. Ba 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 ba. Ja, komm schon. So, sind wir jetzt hier beim Zoodorf. Ba, 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 ba. Ich würde behaupten, ich muss da lang. So eine Eingebung gerade. Ich weiß auch nicht, woher die kommt. Nee, ich glaube, hier bin ich verkehrt. Hier bin ich verkehrt. Wir sind jetzt hier in der Durstwüste. Da habe ich eigentlich auch noch nicht so viel freigespielt von der Karte, ne? Aber das kommt alles noch. Dann auf zur Zwergenbucht. Die dürften wir schon haben, eine von den dreien. Eine von den dreien dürften wir schon haben. Hi, Marin. La la la, la 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 la. So. Aua. Geht doch. Oh Mann, lasst mich doch in Ruhe. So. Muss man hier. Aua. Gucken. Das ist so fies manchmal, ne? Aua. Ach, komm schon. Ah. Ich muss zur Zwergenbucht. Komme, was wolle. Muss hier über die Brücke rüber. Oh Gott. Guti, hier müsste eigentlich eine gewesen sein. Ne? Da. Genau. Hier steht zwar, dass sie hier... Wartet. Hier steht zwar, dass sie hier wäre, aber hey... War das die überhaupt? Ja. So. Da komme ich nicht rüber, das heißt, ich muss außen rum. Jetzt lass mich doch... Ohne Scheiß, du läufst hier in die Gegner rein, ohne dass du es willst. Es geht nicht anders. Du kannst nur in die Gegner reinlaufen. Es geht einfach nicht anders. So. Alles klar. La la, wo müssen wir denn hin? Ich würde sagen, zur nächsten Statue müssen wir. So, da waren wir schon. Da ist das Fischmaul. Da ist die Nixenstatue. So. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber da unten waren wir auf jeden Fall schon. Also ich nehme an, dass wir die schon haben. Ich nehme mal an, dass wir die schon haben. Leider, leider, leider. Leider, leider, leider werden wir die schon haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir die nicht geholt... Okay. Okay. Zweimal südwestlich der Nixenstatue. So. Die werde ich aber wohl auch schon haben. Die werde ich schon haben, genau. Die werde ich schon haben. Genau, okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 16. Fehlen uns noch 4. Die werden wir auch noch finden. Ich würde sagen, die suchen wir uns dann im Taltalgebirge. So, hier haben wir 3 Steine. Ich weiß nicht, ob es das Richtige war gerade. Moment. Überquert eine Brücke, die zum Gipfel führt. Dort entdeckt man 3 Felsen, von denen man einen anheben muss. Ja, ich denke mal, dass das die waren hier. Hatten wir hier schon eine, Hatten wir hier schon eine Muschel?
So. Nein. Moment mal. Boah. Hier wird Musik gemacht. Wir spielen gerade unsere, wie heißen sie? Unser Fanfarenkorb aus der Stadt. Und die Glocken läuten. Es ist 11 Uhr an einem Feiertag. Hier in Rheinland-Pfalz ist an diesem Donnerstag, wo ich diese Aufnahme tätige, ein Feiertag. Und, da ist ein Herzteil, an das wir nicht rankommen. Wohlgemerkt, noch nicht. Das ist aber ein seltsamer Stein. Vielleicht kann man ihn einfach umrennen. Bestimmt kann man ihn umrennen. So. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da oben ran? Ne? Vorteil ist, jetzt können wir halt schwimmen. Dann können wir ein bisschen mehr im Talteilgebirge machen. Es tut mir leid, Leute, dass jetzt hier die Glocken im Hintergrund läuten. Ich kann da nichts für. Ich kann da schon was für, theoretisch, aber... So, jetzt können wir hier nämlich mal lang. Wir können uns hier mal umschauen, was es hier alles zu machen gibt. Aber ich glaube hier... Boah, Leute, wisst ihr, wie scheißegal mir das jetzt gerade ist, dass hier gespielt wird? So. Alles klar. Hallöchen. Heutzutage ist mit den Hühnern nichts mehr los. Früher flogen und flatterten sie. Es war eine Freude. Und jetzt? Keine Power mehr. Gaga, gaga. Nee, nicht wirklich. Boah, Leute, wartet mal. Ich bin sofort wieder da. So, Leute, da bin ich wieder. Es tut mir leid. Ich konnte da jetzt nichts für. Okay, hier können wir noch nicht hin. Hier brauchen wir einen Haken. Aber da wäre auch eine Muschel versteckt. So. Hier können wir einfach jumpen. So. Okay, einen von den drei Steinen anheben. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ja. Nice. Dann müssen wir die Nummer 17 haben. Hey, das ist eine perfekte Chronik deiner Abenteuer. Ich nenne es nah dran. Bin zu nah dran. Ich muss etwas zurücktreten. Ah! So, ich guck mal, ob hier hinten vielleicht auch noch irgendwas ist. Ich meine, warum sollte hier auch nichts sein? Da ist aber nichts. Okay. Huch, die Bomben wollte ich nicht auswählen. La 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 la. Und dieses ständige Item hin und her gewechselt geht mir halt persönlich ein bisschen auf den Keks. Bin ich ehrlich. Sag ich euch, wie es ist. So. In die Höhle will ich jetzt mal noch nicht rein. Ich will nochmal hier über die Brücke rüber. Um zu gucken, wo wir da hinten hinkommen. Da hinten konnten wir ja noch gar nicht hin. So. Oh. Eine Höhle. Lala. Eine Höhle. Lala. Noch eine Höhle. Und hört mal. Ich glaube, da können wir sprengen. So. Und Boots. Sehr schön. Aua. Das war gemein. Das war gemein. Okay. Da haben wir 20 Rubine gefunden. Na toll. Ich glaube, das haben wir schon verkackt. Nein! Nein! Ach, fies. Aber da wäre überall nur Geld drin gewesen. Hä, wie komme ich denn da durch? Hä? Hä? Wie komme ich denn da durch? Voll einfach. Voll einfach. So. Und da haben wir die nächste Muschel. Sehr schön. Die wollte ich halt haben, ne? Okay. Zurück ist einfach. So, wie viel haben wir denn jetzt? 17, 18. Fehlen uns nur noch zwei, okay. Das ist doch cool. Wenn nur noch zwei fehlen, ist doch cool.
So, die werde ich mir dann aber wohl im nächsten Part holen. Ich will aber nochmal gucken, was hier hinten so abläuft. Die Adlerfestung ist nah. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Ja, ja. Ist okay. Aber die Adlerfestung kommt halt erst ziemlich am Schluss. Nicht mehr Herzen geben die mir. Nicht mehr Herzen geben die mir. Die. So. Ich meine, ich will mich hier halt auch mal umgucken, Leute. Deden. Huch. Vorsichtig. Vorsichtig. Vorsichtiger. Was haben wir hier oben? Ah. Unten wäre es also nicht weitergegangen. Und hier geht es auch nicht weiter, weil wir dafür die, Dingens brauchen. Aua. Fick dich einfach, ne? Weil wir dafür den Enterhaken brauchen. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet den Paten. Sorry, dass ich nachgucken musste, aber hey, nobody is perfect. Nobody is perfect. Nobody, 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 nobody is perfect. Außer ich. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Ein bisschen Selbstbewusstsein muss ja auch mal sein. Sagt mir halt keiner, dass ich toll bin, außer mir selbst. So. Ach komm, ich muss noch ein Stück zurücklaufen, Mann. Aua. Arsch. Arschi. So. Dann schauen wir mal, wo wir die anderen zwei fehlenden Muscheln noch finden. Auf jeden Fall beende ich hier den Part. Bis dahin und ciao.